Unser Interview mit Bernd Raffelhüschen aus dem vergangenen Jahr. Bernd Raffelhüschen ist ein, ich möchte jetzt nicht beleidigend werden, er sitzt in zig Aufsichtsräten von Versicherungen und hat den Deutschen erzählt, wie gut die Riester-Rente sei. Und was ist passiert? Die Riester-Rente wurde eingeführt. Bernd Raffelhüschen, einer der Top-Profiteure davon, das ist ein Lobbyist der Versicherungsindustrie. Also da braucht man nichts zu sagen. Natürlich macht der Propaganda für eine kapitalgedeckte Altersversicherung. Habe ich auf meinem Erstkanal übrigens schon mal ein Video zu gemacht. Also Empfehlung an dieser Stelle, geht auf meinen Erstkanal, schaut euch da die zig Videos an, wo ich mich schon mit der Aktienrente beschäftigt habe. Dieses Thema regt mich sowieso auf. Also den ganzen Unsinn, den er uns hier gerade erzählt hat, den habe ich im Öffentlich-Rechtlichen in noch schlimmerer Form auch schon zigfach gehört. Vorlegen, da haben wir ja auch länger über den norwegischen Staatsfonds beispielsweise gesprochen. Den hat er damals nämlich mitentwickelt als Uniprofessor in Norwegen und hat das recht schön dargestellt. Ja, er hat auch die Riester-Rente mit propagiert. Ich weiß jetzt nicht, welche Rolle er da genau gespielt hat, aber die hat er auch bei der Tagesschau verteidigt. Wie gesagt, schaut auf meinem Erstkanal vorbei, da habe ich da schon ein Video zugebracht. Da braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Der durchschnittliche Norweger freut sich nämlich wahnsinnig, wenn es mal richtig scheppert an der Börse, denn da kauft der Fonds nach und zwar muss er das auch. Warum kann Norwegen das machen? Weil Norwegen riesige Leistungsbilanzüberschüsse macht, weil es so große Ölverkäufe hat. Deutschland bzw. andere Industrieländer können das nicht machen, weil sie solche Leistungsbilanzüberschüsse nicht haben bzw. gar nicht haben sollten. Also Deutschland hatte jetzt 20 Jahre Leistungsbilanzüberschüsse, das ist aber der Dysfunktionalität der Eurozone zu verdanken. Also diese Leistungsbilanzüberschüsse haben die Euro-Krise mit ausgelöst. Die sind ein Zeichen einer extrem schwach laufenden Binnenwirtschaft. Deutschland ist eben kein Rohstoffland, sondern Deutschland ist ein Land, in dem die Löhne viel zu schwach gestiegen sind und wo man dementsprechend durch Konsumzurückhaltung im Inland, durch eine Schädigung des Binnenmarktes und durch Lohndumping Wettbewerbsvorteile gegenüber unseren Handelspartnern uns ergaunern konnte. Also das ist doch kein nachhaltiges Wachstumsmodell. Und darauf jetzt unsere Renten zu gründen. Also wie gesagt, bald, das wird, also entweder, wenn es nicht zum Zerbrechen der Eurozone führt, so wird es von Seiten anderer großer Wirtschaftsräume bald zu protektionistischen Gegenreaktionen kommen. Also die US-Regierung unter Donald Trump, die hat uns mal einen Vorgeschmack darauf gegeben, wohin so eine Handelspolitik, wie sie Länder wie Deutschland, die Schweiz, Japan oder die Niederlande gemacht haben, führen können. Die wird zu protektionistischen Gegenreaktionen führen. Also Leistungsbilanzüberschüsse sind kein nachhaltiges Wachstumsmodell. Wie gesagt, das funktioniert in Norwegen, wer gerade einer im Chat fragt, weil die so riesige Leistungsbilanzüberschüsse haben. Das ist, in Norwegen kann das haben, die sind ein Rohstoffland, weil die haben nochmal eine besondere Wirtschaftsstruktur. Aber wie gesagt, Leistungsbilanzüberschüsse, wenn einer Überschüsse hat, dann muss der andere Defizite machen. Und wenn Deutschland seine Überschüsse noch weiter steigern soll, Leistungsbilanz Ausgewogenheit ist klar anzustreben. Aber wenn ihr jetzt sagt, Deutschland soll Geld zurücklegen und eine Aktienrente machen, ja, dann müssen wir unsere Leistungsbilanzüberschüsse noch weiter steigern, wenn wir unser Nettovermögen gegenüber dem Ausland steigern wollen. Und wenn wir das machen wollen, dann müsst ihr mir die Frage beantworten, wer soll sich verschulden? Also ist jetzt auch meine Frage an Bisch Money, wer soll sich verschulden? Ganz einfache Frage. Die Griechen, die Italiener, die Spanier? Die Amerikaner, ich glaube, Trump wird sich bedanken, wenn wir ihm sagen, hey, mach doch noch ein bisschen mehr Defizite. Wir wollen uns hier jetzt nicht nur unsere aktuelle Industrie mit Leistungsbilanzüberschüssen über Wasser halten, sondern wir wollen davon auch noch unsere Rente finanzieren. Also da werden die Amerikaner sagen, schönen Dank auch. Also jetzt beginnen wir wirklich mal einen Handelskrieg gegen euch. Auch regelbasiert sozusagen und dadurch ist er antizyklisch, ja. Oder die BRICS, die fordern schon seit 10 Jahren... seit ihrer Gründung eigentlich schon eine Reform des globalen Handelssystems. Die werden uns auch einen Vogel zeigen, wenn wir zu denen sagen, macht mal bitte Leistungsbilanzdefizite, damit wir hier von unseren Überschüssen unsere Rente finanzieren können. Also das ist doch kein Modell, um unsere Rente zu finanzieren. Das ist albern. Es ist komplett albern, sich auf diesem Niveau zu bewegen. Frau Herrmann, wollte ich euch sagen, das ist leider geil. Die Frage ist natürlich, wie man diesen faktenfreien Irrsinn begegnet. Natürlich muss man immer wieder drüber sprechen und gebetsmühlenartig Fakten auf den Tisch bringen, wenn mal wieder irgendeiner wildes Zeug über Turbokapitalismus in Form von Aktien redet. Weiß auch nicht so recht, ob es das alleine bringt, wahrscheinlich nicht. So einfach wird es nicht sein. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie kriegen wir die Gut, dann sage ich es dir jetzt, ich schreibe es jetzt nicht in die Kommentare. Niemand hat was gegen private Aktienanleger. Legt so viel Geld in Aktien an, wie ihr wollt. Von mir aus nehmt sogar Privatschulden auf und legt das Geld in Aktien an. Das Risiko müsst ihr dann ja tragen, mir egal. Aber macht mit eurem privaten Vermögen, was ihr wollt, das interessiert mich nicht. Nur lasst unsere gesetzliche Rente in Ruhe.
hört auf, unserer Volks-, also euer privates Sparverhalten hier in kameralistischer Manier auf die gesamte Volkswirtschaft übertragen zu wollen. Das ist ökonomisches Denken aus dem 18. Jahrhundert. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Damit schädigt ihr nur unsere Volkswirtschaft, wenn ihr sowas versucht. Also mehr will ich gar nicht. Lasst unsere gesetzliche Rente in Ruhe und macht mit eurem privaten Geld, was ihr wollt. Ich glaube, Finanzbildung muss irgendwie auch in die Schulen rein. Vielleicht braucht es da mal eine Online-Petition. Ja, ja, Finanzbildung. Also nicht das, was Mission Money hier macht, sondern wirklich Beschäftigung mit ökonomischer Theorie. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann wird einem klar, dass das hier, wie gesagt, Kameralismus ist. Also wie kann der Staat möglichst seine Einnahmen steigern? Also da kommen dann solche absurden Spekulationen, obwohl darauf ist noch kein Volkswirt aus dem 18. Jahrhundert gekommen, weil das damals noch nicht so einfach ging mit auf solche Spekulationen, aber diese Überlegung, der Staat, das einzige Ziel des Staates ist es, einen positiven Einnahmeüberschuss zu erzielen. Und wie können wir durch protektionistische Maßnahmen, durch kluge Lohnpolitik, durch kluge Investitionspolitik jetzt dafür sorgen, dass wir insgesamt einen Überschuss machen, also dass der Staatssektor immer einen Überschuss erzielt. Das bedeutet meistens halt auch einen Leistungsbilanzüberschuss. Die privaten Haushalte sparen nun mal. Das heißt, irgendwer muss das Sparverhalten der privaten Haushalte ausgleichen. Und das ist dann normalerweise das Ausland. Das heißt, Kameralismus, das ist, wer den Begriff nicht kennt, das wird dem Merkantilismus zugeordnet. Ist eine der Strömungen da drin. Merkantilismus war ja ein Sammelbegriff, der von Adam Smith geprägt wurde. Aber das ist letztendlich dieses Denken. Wie kann die Rentenversicherung irgendwie durch Aktienkäufe, mit Schulden finanziert werden, plus machen? Also das ist kameralistisches Denken. Das, wie gesagt, völlig hat nichts mit moderner Makroökonomie zu tun, ist völlig am Thema vorbei, trägt nichts zur Sicherheit unserer Renten bei und profitieren tut von diesem ganzen Firlefanz letztlich das Finanzkapital. Profitieren tun davon einige wenige große Banken. Aber wahrscheinlich ist das auch eher ein Windmühlenkampf. Es gibt ja hier und da in Deutschland, Hamburg beispielsweise, kenne ich eines, ein Schulprojekt, das ganz ordentlich unterwegs ist. Aber ansonsten ist ziemlich essig, wenn ich jetzt beispielsweise bei meinen Kindern sehe, was in so einer bayerischen Gymnasium da im Fach Wirtschaft gelehrt wird, würde ich sagen, dann ist klar, warum es so viele Lücken gibt im Thema Finanzbildung. Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, Finanzbildung, also ökonomische Theorie. Also Finanzbildung heißt, dass die Kinder beispielsweise Geschichte des ökonomischen Denkens näher gebracht kriegen. Also dass sie, ja, auch Hayek, auch die ganzen neoliberalen Ökonomen, auch die ganz alten Ökonomen, auch die hier anscheinend hochgeschätzten Kameralisten und Bullionisten und wie die nämlich noch alle hießen, die Denkschulen, die es damals alle gab, die hier bei Mission Money groß hochgehalten werden, dass sie die auch nahegebracht bekommen, aber dass sie dann selber entscheiden können, was halten sie für am glaubwürdigsten. Und ich würde sagen, modernere Ansätze wie der Keynesianismus haben da die besseren Argumente auf ihrer Seite. Wie wir das Thema anpacken können, damit so ein Schwachsinn aufhört. Ja, so ein Schwachsinn wie die Leugnung des McEnroe-Theorems. Bevor wir uns jetzt allzu sehr aufregen, sprechen wir lieber über das Markt. Okay, schade, das war das Thema. Stimmt, das McEnroe-Theorem, das hatte ich noch nicht erklärt. Volkswirtschaftlich gibt es immer nur ein Umlageverfahren. Also hatte ich vorhin schon erklärt, hatte ich noch nicht benannt bei dem Namen. McEnroe-Theorem ist nach dem deutschen Ökonomen Gerhard McEnroe bekannt. Der hat wichtige Schriften geliefert, die schließlich zur deutschen Rentenreform 1957 führten, also zur Einführung des umlagefinanzierten Rentensystems, welches die Rentenentwicklung an die Lohnentwicklung gekoppelt hat. Wenn man die Rentenentwicklung an die Lohnentwicklung koppelt, so wie das beim umlagefinanzierten Rentensystem der Fall ist, dann sorgt man dafür, dass die Rentner entsprechend dem gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt beteiligt werden, solange die Löhne entsprechend der Produktivität angehoben werden. Das heißt, wenn sich an die goldene Lohnregel gehalten wird, wenn die Arbeiter immer an der Produktivitätsentwicklung beteiligt werden, so wie es optimalerweise in einer Marktwirtschaft sein sollte, dann werden das automatisch auch die Rentner. Deswegen haben wir ein sehr, sehr gutes Rentensystem. Bei einer vernünftigen Lohnpolitik und einer Stabilisierung des Rentenniveaus kommt am Ende auch eine zufriedenstellende Rente heraus, die Altersarmut effektiv verhindert. Gerhard Schröder hat dieses Rentensystem dann zusammengestutzt und das hat zu einer drastischen Senkung der Renten geführt. Wie gesagt, das hat er gemacht, um Riester attraktiver zu machen, damit sich ein paar Versicherungskonzerne bereichern konnten. In Österreich hat man diesen ganzen Unsinn nicht gemacht. Da dient die Rente tatsächlich dazu, dass Leute im Alter nicht in Armut leben. Dort hat der Durchschnittsrentner rund 800 Euro mehr. Und da hat man sowohl auf diesen Aktienunsinn als auch auf den Riester-Unsinn als auch auf so alle anderen neoliberalen Schwachsinnsideen verzichtet und hat einfach dafür gesorgt, dass die Rentner
ja, umlagefinanziert von den aktuellen Arbeitern finanziert werden, so wie das in einem vernünftigen System sowieso immer der Fall ist. Also diese Idee, wir könnten hier irgendwie Geld in einen Sparstrumpf legen wie ein privater Haushalt und dann irgendwann später davon leben, das ist sowieso Schwachsinn, denn jede Volkswirtschaft immer von der aktuellen Produktion lebt. Wie gesagt, Mackenroth-Theorem habe ich jetzt schon häufig genug erklärt, aber das war ja mal wieder gar nichts. Also ich hatte nach dem letzten Interview mit Heiner Flassbeck Mission Money total gelobt. Ja, jetzt wieder der übliche Unsinn, den ich aus dieser Ecke schon, na, was heißt aus dieser Ecke? Wie gesagt, den Kanal verfolge ich ja gar nicht so aktiv, aber ja, von solchen, ja, liberalen Kanälen schon immer wieder gehört habe. Ist schade, dann auch noch dieses ganze manipulative Framing, dieses Unterstellen von Moralisierungen gegenüber der anderen Seite, die gar nicht vorgenommen wurden. Ja, also Vermeidung einer sachlichen Argumentation und einfach nur Beschimpfungen und Unterstellungen gegenüber dem Gegenüber. Ich weiß nicht, was das soll. Naja.